Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Noch ein paar Erfahrungen hier aus Frankreich. Wenn ich mit dem Zug fahre, und ihr wisst, ich fahre hier so gut wie nur mit dem Zug, weil ich hier auch kein Auto habe, weil ich ja sowieso kein Auto mehr habe, aber weil es hier auch wirklich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit der Fortbewegung ist. Und wenn ich wirklich auf den Bahnsteig komme, der übrigens sehr sauber ist, auch die Unterführungen, ja, die Unterführungen von Bahnsteig zu Bahnsteig. Es gibt ja die Möglichkeit, entweder einen Fahrstuhl zu nehmen, wo ich ja sehr vorsichtig bin anhand meiner letzten Erfahrungen im April. Aber auch so, wenn ich durch die Unterführungen gehe, das ist alles sehr, sehr sauber, also unglaublich sauber. Und was hier selbstverständlich ist, es ist nicht die Ausnahme, es ist die Regel, ist, dass wenn ich irgendwo hinkomme, und ich gehöre ja schon zur älteren Generation, dann stehen junge Menschen für mich auf. Da sitzt zum Beispiel ein junger Mann oder eine junge Dame, gefühlt so um die 16, 17 im Teenageralter, sitzt auf einer Bank, sieht mich kommen und steht auf. Nicht bitte sehr oder nicht guckt, nein, es ist eine ganz selbstverständliche Geste, eine vollkommen selbstverständliche Handlung. Sieht mich, steht auf. Sieht mich, steht auf. Es ist nicht die Ausnahme, es ist die Regel. Das bedeutet also für mich, dass junge Menschen hier mit sehr viel Respekt erzogen werden. Mit Respekt vor allen Dingen vor älteren Menschen. Und es ist Fakt, jeder, der jung ist, kann sich das nicht vorstellen, will sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber es ist Fakt, dass wenn ich älter werde, dass bestimmte Dinge schwieriger sind oder mehr Energie brauchen. Wenn ich ein Stück gelaufen bin, Trepp auf, Trepp ab, vielleicht durch diese Unterführung und ich bin schon ein bisschen zum Bahnhof gelaufen, dann bin ich wesentlich müder, als ich es zum Beispiel war, als ich 15 war. Es ist einfach Fakt. Es gehört mit zum Leben. Ältere Menschen sind schneller müde, sind nicht mehr ganz so mobil. Ja, natürlich, es gibt ganz viele 85-, 86-Jährige sind super mobil, auch 90-Jährige, auch 100-Jährige. Aber man wird schneller müde und ich freue mich dann sehr über diesen Platz, der mir angeboten wird. Ohne, dass ich mich dafür bedanken muss übrigens, was ich selbstverständlich tue, ne? Also wo ich dann sage, merci beaucoup oder merci. Aber der Respekt innerhalb der Gesellschaft ist groß, auch übrigens den Kindern gegenüber. Kinderspielplätze überall, habe ich auch bei der letzten Reise schon und schon seit Jahren darüber berichtet. In Frankreich wird sehr viel für Kinder getan und sehr viel auch für ältere Menschen getan. Auch hier überall die Clubs hier an der Côte d'Azur, die Clubs für ältere Menschen, Senioren. Senioren sind übrigens ab 60 gehört man zu den Senioren und dann kann man auch Mitglied werden in so einem Club. Dann gibt es überall preiswerte Mittagessen, also auch in Restaurants. Ja, da kann ich dann ein Formule du Midi für die Senioren mir bestellen. Das geht aber nur, wenn ich dann in diesem Club bin, wenn ich dann dieses Kärtchen habe. Ist es übrigens preiswert oder sogar ganz umsonst. Und dann wird gemeinsam etwas unternommen. Man fährt ins Museum oder ein Tagesausflug, zum Beispiel zu einem Markt oder es gibt eine Tanzveranstaltung, gemeinsam geht man ins Kino. Also als Senior hier braucht man sich in Frankreich absolut nicht langweilen. Es wird sehr, sehr viel dafür getan, dass man gemeinsam rauskommt, gemeinsam auch vielleicht Freunde dann findet und zusammen mit dem Klappstühlchen an den Strand geht. Also es ist schon hier eine sehr respektvolle Gesellschaft in Frankreich. Respekt vor älteren Menschen, Respekt vor Kindern. Und das bedeutet natürlich auch Respekt überhaupt vor Menschen. Ja, Respekt zeigt sich vor allen Dingen in einer Gesellschaft, wie ich die Schwächeren behandle. Nicht wie die Stärksten sich durchsetzen, sondern wie ich die Schwächsten behandle, wie ich die Mütter mit Babys behandle, wie ich die Mütter mit kleinen Kindern oder auch mit Teenagern behandle, wie ich die Senioren behandle. Das ist das Respekt, der Respekt, an dem ich eine Gesellschaft und die Form der Gesellschaft, wie sie zusammenlebt, erkennen kann. Und das ist sehr groß hier in Frankreich und ist natürlich auch dadurch wunderbar,
Die Menschen haben sehr gute Laune, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ja, ich denke, es lebt sich angenehmer am schönen Meer, in der schönen Sonne, wenn ich riesengroße Herausforderungen habe, die es hier natürlich auch gibt. Ganz klar, hier wird auch gespart. Hier sind sehr viele Menschen, die sehr große Schwierigkeiten haben, überhaupt ihre Miete zu bezahlen, aber auch zum Beispiel die Lebensmittel. Die Lebensmittel sind hier tatsächlich, und das hatte ich beim letzten Mal schon berichtet, die sind hier tatsächlich noch mal teurer als in Deutschland, was womöglich auch mit der Qualität zu tun hat. In Frankreich bleibt immer von den Lebensmitteln her die allererste Wahl. Hier bleibt die allererste Wahl. Also Premier Choix bleibt in Frankreich. Und exportiert wird dann das, was den Franzosen nicht gut genug ist, was eigentlich eine ganz logische, normale Sache ist, ja. Ich exportiere nicht das Beste, ja, ich behalte das Beste für meine eigene Bevölkerung und exportiere dann das, was die nicht wollen. Aber gut, dann kostet natürlich ein Kilo Tomaten hier durchaus 5 € und es kann auch schon mal locker 9 € kosten. Also ein Kilo wohlgemerkt. Nicht eine ganze Kiste, ein Kilo Tomaten kann hier wirklich schon mal sehr viel Geld kosten. Oder Feigen, so ein kleines Bäckchen Feigen, 8, 9 €. Auch völlig normale Preise. Also es ist schon ein bisschen teurer. Allerdings hier dazu gesagt, es gibt auch sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch sehr viele Supermärkte, inzwischen auch Discounter, wo ich preiswerter einkaufen kann. Also wo ich auch wirklich schöne Angebote habe. Und das ist auch das, was ich auch liebe. Angebote gibt es hier übrigens auch. Wochenangebote, zwei für einen Preis oder zweiter Produkt für den halben Preis. Zweites Produkt ist witzig hier, zweites Produkt für 60%. Und dann gibt es auch, das kenne ich noch aus Mexiko, das ist übrigens auch jetzt hier in Frankreich in, dass ich bestimmte Tage habe, an denen bestimmte Produkte in einem Supermarkt oder in einer Drogerie, hier gibt es übrigens fast keine Drogerien, das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn ihr in Frankreich unterwegs seid, dass es eigentlich, dass die Pharmazie hier sich auch zu so einer Art Drogerie, Parfümerie entwickelt hat. Also wenn ich in eine große Pharmazie reingehe, dann habe ich da die gesamte Produktpalette, die ich in Deutschland eigentlich fast nur aus der Parfümerie kenne. Ein paar Parfümerien gibt es hier auch, die haben dann wieder andere Produkte, zum Beispiel teure Kosmetikprodukte finde ich, also die ganz teuren von den großen Marken, finde ich natürlich dann nur in der Parfümerie. Aber die haben dann auch so bestimmte Tage, wo es dann heißt, heute gibt es nochmal extra, also manchmal auch auf die 50%, nochmal extra 20% zum Beispiel auf alle Produkte von einer bestimmten Marke. Und ja, gut, wenn man ein bisschen Zeit hat oder man nimmt sich ein bisschen die Zeit, man macht sich ein kleines bisschen Mühe, dann kann man hier auch tatsächlich günstig leben. Es ist immer die eigene Entscheidung und es ist natürlich auch, wenn ich etwas tun möchte, es ist immer auch mit Aufwand verbunden. Wenn ich bewusst lebe, dann bedeutet das auch immer bewusst Entscheidungen treffen und das hängt natürlich auch mit unserem eigenen täglichen Leben, mit unserem täglichen Leben zusammen. Vielleicht haben wir auch jahrelang ganz einfach zu wenig bewusst gelebt. Wir werden gerade wieder in dieses Bewusstsein hineingebracht, dass nicht alles selbstverständlich ist. Und ja, ich weiß, einige sagen vielleicht, sie haben gut reden, denn es ist schwer. Und glaubt mir, mein Leben, meine Situation ist auch, sagen wir mal so, mit Herausforderungen, mit großen Herausforderungen verbunden. Aber was ich für mich entschieden habe und was ich für mich entschieden habe für den Rest meines Lebens ist, dass diese Herausforderungen für mich eine Situation sind, die ich mit offenen Armen empfange und die mich nicht runterbringen werden, sondern die mich stark machen werden. Das ist eine Entscheidungsfrage, das ist eine Bewusstseinsfrage. Sorge ich dafür, in meinem Innern, es geht nur um mich, es geht auch niemals um die anderen. Jeden Streit, jeder Mensch, der in mein Leben hineinkommt, der mich provoziert, auch jede Situation, die mich provoziert, ist da, um mich weiterzubringen. Und ich habe für mich beschlossen,
Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich mich nicht, egal von welcher Herausforderung, runterziehen lassen werde, sondern dass ich gerade dafür sorge, dass sie mich pusht, dass sie dieses bisschen Energie mir noch gibt, um aufzusteigen in ein noch höheres Bewusstsein, in noch mehr Liebe, in noch mehr Positivität in dem Sinne auch, was nicht heißt, dass ich den ganzen Tag nur positiv bin. Es gibt bei mir durchaus auch Tage, wo ich das Leben schwer finde, wo ich dann versuche, sofort wieder, auch mit Hilfe von Beten, auch mit Hilfe von Meditation, ganz wichtiges Instrument Meditation, wieder in die andere Richtung hineinzukommen. Nicht in die Schwere, sondern tatsächlich in diese Situation, wo ich weiß, jede Herausforderung bringt mich einzig und alleine weiter. Dafür sind wir hier. Der Schöpfer liebt uns. Das ist keiner, der bestraft. Absolut nicht. Er liebt uns. Er gibt uns Herausforderungen, er sie es. Und er sorgt dafür, dass wir diese Herausforderungen meistern dürfen. Das ist niemals eine Strafe. Es ist immer eine Herausforderung. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt.